Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe heute die Bruchers da. Ich habe schon wieder Ärger gekriegt, weil ich immer falsche Namen sage, aber seid ja gewöhnt. Ja, eigentlich ein Video, wo ich mich schon richtig drauf gefreut habe, weil wir jetzt seit circa 2 Wochen zusammenarbeiten, yes. Was das Training angeht. Genau, also Coaching macht immer noch der Manuel Bauer, sozusagen der Head Coach. Also ja, alles andere macht Manuel und das Training habe ich jetzt mal abgegeben, um mal ein bisschen ja, neuen Reiz reinzubringen bei mir, weil ich da schon so ein bisschen eingefahren war. Also ist auch jetzt mein Empfinden, jetzt nachdem ich mal was geändert habe, ja, dass ich da halt relativ eingefahren war und auch immer so ein bisschen meinen Trott abgespielt habe. Und das fällt mir jetzt vor allem auf, dann mit dem neuen System, dass ich da halt auch kopftechnisch immer wieder ein bisschen mehr dabei bin, Fokus ein bisschen mehr dabei bin. Macht mir auch wirklich Spaß, mich da reinzufuchsen. Und ja, bis jetzt fühlt sich's gut an auf jeden Fall. Ja, bin ich mega happy mit. Wir haben einfach nur ein bisschen geschaut, was kann der Kevin trainieren. Also du hast mir quasi 2 Gyms zugeschickt, in denen du regelmäßig bist. Dann haben wir das so ein bisschen angepasst an seinen Alltag, weil beim Kevin ist eine Besonderheit die Schichtarbeiten. Genau. Das heißt, man hat nicht immer 100% ein nachvollziehbares Setup, weil man eben mal weniger geschlafen hat, mal mehr, mal hast ein bisschen mehr Stress, mal ein bisschen weniger. Ja, und vor allem, dass ich halt auch so Besonderheiten, dass ich halt vor der Schicht nicht Beine machen kann. Genau. Weil da, wenn ich dann nach dem Beintraining bin ich tot, da muss ich schlafen erstmal eine Stunde, dass ich dann wieder klarkomme und alles, kennen ja die meisten, wenn man da richtig Gas gibt. Und ja, und ja, Domi hat das halt so ein bisschen flexibel gestaltet. Ich bin auch so ein bisschen so der Kopfmensch, dass ich da psychisch am Abdrehen bin, wenn ich mal zu wenig trainiere oder das Gefühl habe, zu wenig zu trainieren. Da muss man mich dann immer beruhigen und das kriegt er gerade ganz gut hin. Jo. Ich bin mega gespannt, von daher auf jeden Fall, falls es noch nicht macht, dem Kevin folgen bei Instagram. Und wir werden aber auch zwischendurch noch mal so ein bisschen berichten. Heute haben wir uns getroffen und wir werden gleich erstmal Pre-Workout essen und dann gehen wir Beine trainieren. Ja, die Besonderheit heute ist, für den Kevin ist es halt ein Training, was er nicht progressiv loggen kann, weil es nicht seine gewohnte Umgebung ist. Deswegen orientieren wir uns heute ein bisschen an meinen Plan. Außerdem ist der gute Mann ja in Prep, ne? Hat er auch gerade schon von alleine gesagt, ja. Also auch mega cool für mich, dass ich natürlich mein Training machen kann. Aber es soll auch einfach nur darum gehen, ich möchte mal ganz gerne sehen, wie der Kevin das HIIT-Training umsetzt. Wir haben das ein bisschen mit der App gemacht, wir haben auch schon sehr, sehr viel Kontakt gehabt und ohne Spaß, ich hätte nicht gedacht, dass du das so gut annimmst und vor allem da so offen für bist. Von daher, ich habe ein richtig gutes Gefühl. Bisher läuft es, glaube ich, super gut. Ja, also bis jetzt war in jedem Training eigentlich eine Steigerung drin. Also ich habe jetzt auch, wie gesagt, meine 2 guten Wochen. Ich habe immer 2 schlechte Wochen von der Arbeit her und 2 gute Wochen. Das war jetzt meine gute Woche. Und ja, da habe ich mich schon gut steigern können im Training. Und ja, der Körper fühlt sich auch gut an. Also ich fühle mich voll, ich fühle mich prall. Am Essen haben wir nichts gemacht, am Stoff eigentlich auch nicht. Und ja, also... Was er gesagt hat, ist sogar super gut für mich. Klar, dadurch, dass ich jetzt nur das Training mache, habe ich natürlich keinen Einfluss darauf, wie wir die Ernährung und den PED-Gebrauch steuern. Aber dadurch, dass es gleich geblieben ist, haben wir natürlich eine feste Komponente. Und das mache ich eigentlich auch immer so, wenn wir mit dem Training loslegen. Würde man am Anfang jetzt PEDs ändern, Ernährung ändern, Training ändern, dann hat man 3 Variablen und man weiß dann zum Schluss eigentlich gar nicht, was hat denn jetzt funktioniert. Von daher, auch da bin ich mega cool mit. Und ich finde vor allem die Einstellung von Manu mega cool. Du hast ihn geschrieben natürlich am Anfang, ja, und er hat sofort gesagt, Kevin, probier das mal aus, gib dem Ganzen mal 12 Wochen. Ja. Nee, ich finde, das macht generell einen guten Coach aus, dass man eben sagt, keiner hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Ne? Viele Wege führen nach Rom und ausprobieren. Also ja, jeder Mensch muss ja mal irgendwas anderes ausprobieren, um dann was zu erreichen, was er nicht erreicht hat. Ich meine, wenn man immer das Gleiche macht und irgendwann wird man halt nicht mehr besser mit dem Gleichen. So, ne? Also muss man manchmal ein bisschen umdenken. Ich glaube, allein deswegen ist das schon ein guter Ansatz beim Kevin, dass wir einfach mal ein neues Trainingsprinzip machen. Und so wie er gesagt hat, es gibt eigentlich kein richtig und falsch. Aber diesen Spruch, den du gesagt hast, dass du halt einfach jetzt motiviert bist, weil es was Neues ist. Und genau das ist es ja. Beim HIIT-Training hat man halt auch immer im Hinterkopf, letztes Mal habe ich das gemacht, dann gehe ich ins Gym, dann ist die Motivation eigentlich schon alleine hoch, weil als Bodybuilder versucht man eh, sich jeden Tag selber zu schlagen. Ja, das Interessante ist, dass ich immer gedacht habe, dass mich das abfuckt und dass mich das dann psychisch eben belastet, dieser Druck, dass ich immer besser werden muss, aber ist eigentlich gar nicht so, weil selbst wenn ich dann eine halbe Wiederholung mehr schaffe oder eine Wiederholung mehr schaffe, ist ja trotzdem dann der Progress da, ne? Und das ist dann, ja, also... Oder wenn es auch nur in 2 Übungen ist, sag ich mal. Ja. Das sagst du ja auch schon, ist ja auch schon Progress, ne? Ja. Also deswegen ist das, überrascht mich selber, wie gesagt, dass ich damit so gut klarkomme jetzt und ja. Geil, ich habe Bock aufs Training. Ich hau mir jetzt mein Pre-Workout rein und dann sehen wir uns gleich im Gym. So, wir sind im Studio. Jetzt kommt erstmal die große Frage.
Was trinkt so ein IFBB Pro als Pre-Workout? Was hast du drin? Natürlich den All-In von HPN. Also eigentlich so der beste Allround-Booster, Pump, Stim. Hm? Doch, doch. Ja, ja. Pump und Stim kombiniert, ja, kriegt man eigentlich am meisten für sein Geld, finde ich. Ja. Und du? Ja, das ist alles, oder was? Was? Ich hab hier so einen richtigen... Nein, da ist noch Cluster drin, Beta-Alanin habe ich noch drin, Kreatin. Beta-Alanin? Beta-Alanin, ja. Das ist auch so voll das verrufene Ding, ne? Warum? Weiß ich nicht. Gar nicht. Das wurde mal, war mal gehypt. Ich nehme das, irgendwie immer, also seit 10 Jahren eigentlich so. Rein theoretisch dafür, dass die Laktat... Ja, genau. Produktion nicht so hoch. Senkt Laktatbildung, ja. Also du kannst dann schneller quasi wieder. Merkst du das noch hier kribbeln und so? Oder hast nee, merke ich gar nicht mehr. Es reichert sich ja auch an. Das ist ja so wie so viel Kreatin eigentlich. Ne? Mhm. Du musst eigentlich eben dauerhaft nehmen und hast dann einen Spiegel, den du hältst. Ja, so wird es dann eigentlich. Wie viele Cluster? Was? Wie viele Cluster? 50 Cluster habe ich da jetzt drin. Auch? Ja. Im Intra? Im Intra habe ich 20 Gramm Cluster und das neue Intra von HPN, was ich sehr gut finde. Ja, wenn ihr mal was ausprobieren wollt, könnt ihr natürlich mit meinem Code Kevin da bestellen, könnt ihr mich unterstützen bei HPN. Ja. Kevin 10 oder einfach nur Kevin? Nee, nur Code Kevin. Nur Kevin? Genau. Ja, meins habe ich jetzt schon 1000 Mal erzählt, ich weiß es auch nicht, weil meine Frau nicht da ist, also keine Ahnung, was ich trinke. Irgendwas mit Cluster. Ich mache meinen Pre-Workout noch selbst. Ja. Ich habe 50 Gramm Cluster, 25 Gramm Bulletproof ERAs, die besten ERAs auf dem Markt. Ach, ERAs habe ich auch noch drin. Mhm, sagt er jetzt so. Die anderen besten ERAs, von 10 Gramm Glutamin? Nee, Glutamin habe ich nicht drin, habe ich nur im Post-Workout. 8 Gramm Citrullin? Ist alles im All-In drin. Ah, okay. Könnt ihr euch natürlich bei HPN alles sparen, das einzeln zusammen, zu kaufen. Wir haben die besten Kombiprodukte. 5 Gramm Kreatin? Auch drin? Ja, Kreatin Plus habe ich ja. 10 Gramm Taurin? Taurin habe ich im Intra. Warum nimmst du Taurin? Ist ja besser für die Nervenverknüpfung im Körper, ja, das zentrale Nervensystem. Und das ist eigentlich so der primäre Grund. Sogar pumpsteigernd eigentlich noch. Ja, das auch. Ich habe es gegen Krämpfe drin. Okay. Ich habe das angefangen zu meinen Wettkampfathleten. Ich habe es vom Robin Zweidorf. Schöne Grüße. Ja. Der hat es extrem hoch gefahren und das hilft super geil gegen Krämpfe. Also ich habe auch 3 Gramm am Tag drin. Ich habe 10 tatsächlich heute hier. Wow, okay. An normalen Tagen 5, vor dem Beintraining 10. Ja. Ja, 50 Cluster habe ich auch drin. So, wir hauen uns das jetzt rein und dann wird Beine trainiert. Yes. Wie gesagt, machen wir heute Domis Plan, weil er auf Prep ist und ich eh in einem fremden Studio bin. Deswegen kann ich mein Training hier eh nicht so gut tracken. Deswegen wird der mich heute mal zerlegen. Es wird ein schönes, durchdachtes, progressives, muskelaufbauend, förderndes Training. Genau. Prost. Es wird nicht geballert. Geht los mit Glutblitz. Ja, ist jetzt natürlich auf meinen kleinen Arsch angepasst. Kevin hat einen riesen Arsch. Doch, ich muss halt, noch erzählen. Ich mache die Übung heute extra mit, um Mike Schießler zu ärgern. Ja, Mike kriegt auch noch sein Fett weg. Der muss auch noch mal irgendwann ein vernünftiges Hit-Training mit mir machen. Das sind jetzt die Glutbridge. Glutbridge heißt, wir machen nur die obersten, ja, so 2/4 der ROM. Also wir sparen uns quasi die gedehnte Position, damit wir hier auch ein bisschen Nerd-Talk reinbringen auf meinem Kanal. Dadurch, dass wir die gedehnte auslassen, haben wir weniger Vorermüdung auf der Muskulatur bzw. weniger Muskelschaden und können dann ein deutlich höheres Volumen hier fahren. Wir fangen das hier an, weil bei mir ist der Arsch die Schwäche. Ich bin nicht so ein großer Arsch wie Kevin und Mike, ich bin ein kleiner Arsch. Ja. 3x6-8 mit einer Rep in Reserve. Ach ja, Kevin, Junge. Das habe ich bei Kevin ja rausgelassen. Ne? Du bist ja, ich wollte nicht gleich bombardieren. Ja. Wir lernen heute mal, machen wir einfach mal mit, Reps in Reserve. Wenn das nach den 12 Wochen gut gelaufen ist, ich würde es am Anfang gar nicht machen, weil das ist schon viel zu deep in der ganzen Scheiße drin. Ja. Aber wir machen heute einfach mal mit Reps in Reserve. Von mir aus. Wir machen es einfach beim Trainieren nebenbei. Hoppala. Also Glutbusch ist wirklich einfach nur, ich sag mal, eine Hip Thrust wäre jetzt so. Und wir machen jetzt wirklich nur den Bereich. Okay. Mach einfach so 3, 4 oben. Also oben 3, 4 halten. Und das ist das erste Mal, dass ich diese Übung mache, zu meiner Verteidigung. In meiner ganzen 12-jährigen Karriere habe ich das noch nie gemacht. Ich glaube, ich mache hier das andere Dingspolster, ja? Jetzt haut der Coach ab und sagt mir gar nicht, ob ich es richtig mache. Schütte, wenn der Scheiße labert, filmen, dann schneiden wir raus zum Schluss.
So? Mhm. Genau, darauf achten, dass du eher versuchst, so zu bleiben, damit man den Rückenstrecker rausnimmt. Also Kopf, wenn du den Kopf auf der Brust machst. Ja, ich spüre nur den Arsch. Ja, genau. Boah. So warm, warm strampeln machst du nie? Nee, ich mache mich warm beim Gewichtsscheiben holen. Okay. Nee, aber mache ich echt nicht. Also ich mache gewöhnlicherweise immer noch 10 Minuten Warm-up vorm Training. Immer noch mal 10 Minuten auf dem Fahrrad. Ja, ist jetzt vorbildlich. Ha? Ja, der Anfang ist jetzt so der Arbeitsteil, der macht mir auch keinen Spaß. Den habe ich halt einfach drin, was meine Schwachstelle ist. Da geht schon noch. Wenn ich das in meinen Plan aufnehme, dann habe ich einen dickeren Arsch als Jennifer Lopez, Alter. Zwei Sekunden halten um oder drei? Genau. Zwei. Eins, zwei, drei. Ja! Eins, zwei, acht. So. Eins, zwei. Das war jetzt, neun. Ich denke mal. Neun mit einer. Ich glaube, eine wäre noch gegangen dann, ja. Ja. Der Gedanke dahinter ist jetzt, du solltest mindestens. Ich schätze mal, im nächsten nochmal 9 treffen. Ja. Eventuell nochmal 9 oder 8. Und bei dem All-Out dann solltest du trotzdem auf 8 oder 9 also kommen. Also 2 Reps in Reserve und der dritte dann ans Max oder was? Genau, immer mit 1 Reps in Reserve und der vierte ans Max. Ach, der vierte, okay. Genau. Und diese Reps in Reserve, die häufen nur effektive Wiederholungen an, ohne dass sie uns ermüden, weil wir uns eben in der gedehnten, sag ich mal, nicht die Kraft rauben. Okay. Komm. Vier. Acht. Zehn Länge gegangen. Aber der hat gut getroffen. Na, guck mal. Zwei. Tja. Drei. Ja. Acht. Neun. Ja, cool. 50 Kilo mehr, genau dasselbe. Ja, du kannst es null einschätzen, Alter. Du warst beim ersten nicht ansatzweise dran. Nee, ich glaube jetzt auch noch nicht. Könnte man auch mal ein Bild zu machen. Wenn man eine neue Übung macht, die ersten 2 bis 3 Wochen ist Progression immer nur koordinativ. Das heißt, man lernt eigentlich die Übung, bevor man stärker wird. Ja, aber ich habe die noch nie gemacht, wie gesagt. Ja, ja. Zwei. Drei. Noch 2 noch. Acht. Oh, wäre noch eine gewesen, aber das wäre die letzte. Also merke ich aber selber, das Wichtigste ist bei dem Trainingsvariante, dieses Ego im Keller zu lassen. Ja. Dass man dann auch wirklich sagen kann, ey, jetzt geht keine mehr. Genau. Schulz. Da, mein Gott. Jo. Ja. Muss mal gucken, wenn du hier Oberkörper trainierst. Das Blut ist jetzt nach unten, ist natürlich unten jetzt. Aber wenn du hier Oberkörper trainierst, ist das echt böse. Habe ich die Form technisch noch? Jo. Wie geil das auf der Kamera aussieht hier. Tja. So, Dickerchen. Einmal alles, was geht. Weiter, weiter, weiter. 7 hoch. Ja. Weiter. Kämpfen. Ja. 8, weiter. Alleine. Schub. Ja. 9, alles deins. Ja. Schub. 10, alles deins, Digga. Ja.
11. Aua. Ja, ja, ja. Ja! Komm, komm! 12, komm! Versuchen. Ja! Ja, boah, Junge. Oh. Da kann sich einer a**en, Junge. Oh, mir ist schwindelig. Da kann sich einer a**en. Man muss auch Spaß, wenn man so ein IFBB-Pro hat, der mal Bock hat, ein bisschen hinzutrainieren. So sieht Muschi-Training aus. Mach's nach, Mike. Bitte. Ich hab's auch unterschätzt. Krass, da waren echt 3-4 Dinger, wo jeder aufgehört hätte, hat er noch. Ich dachte erst so, oh Scheiße, wenn doch nur 8-9 und dann. Ich muss mal öfter mit anderen Leuten zusammen trainieren. Ja. Ich glaube, alleine hätte ich schon 2 weniger gemacht. Ja. Ich glaube, wir werden uns auch richtig aus dem Leben schießen, wir beide heute. Ich glaube auch, das wird schlimm. Ich glaube, Jenny muss fahren. Ich habe jetzt schon irgendwie das Gefühl, dass ich Gänsehaut kriege, weil mein ZNS schon geschickt ist. Wenn die Kraft ausgeht, dann Intra. Schmeckt wie Saft. Frag mal Mike. Was? Mike hat bei seinem Rückentraining, was wir gemacht haben, das musst du jetzt auf Mike. Heißt du echt Magic Mike? Das ist Magic Mike seinem Kanal, der hatte 3 Intra dabei. Alter. Glaube ich, 3x50 Gramm im Cluster. Ich glaube, der hat ein besseres Fixum als ich, der kann sich das leisten. Und anscheinend ein höheres Trainingsvolumen. Komm, 7. Ah! Komm, einer noch. 8. Ah! Geht noch was. Ah! Okay. Okay. Oh. 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 Das waren das 7,5, 8. Ach, da. Ich habe 8, oder? 7,5 oder 8? Komm, 8. Ja, okay, 8. Mach die Kamera aus, Junge. Grad Wade und Bizeps wachsen tatsächlich besser im Stretch. Das ist ja momentan so übelst die Diskussion, ob man nur mit Half-Raps in der Gedehnten trainieren soll und so ein Bullshit, ne? Bei Wade sind es 2 Punkte, die dafür sprechen. Zum einen, klar, im Stretch wächst erstmal prinzipiell jeder Muskel besser. Aber, genau, jetzt beim Aufwärmen kein Problem, Spitzenkontraktion, ne? Später reicht es völlig, wenn du einfach nur auf die Gerade zurückkommst. So. Weil, genau. Ah, okay. Weil um in diese Spitzenkontraktion zu kommen, muss der so arschwenig Gewicht benutzen. Also kann ich eigentlich auch mehr Gewicht verwenden? Dann genau, auch mehr Gewicht. Okay. Dann lieber 3 Sekunden in der Dehnung halten und du musst gar nicht in diese absolute Peak-Kontraktion oben rein. Erst Arsch, Waden, alles, was man nicht braucht. Und die guten Los, Sachen, mach fertig! Die guten Sachen kommen zum Schluss. 6. 3. Passt. Der Out wird der Gute bei dir. Nein. Ich schwöre, 10 oder 11 werden wir dich gleich quälen. Ah, das ist gut, dass wir das heute mal machen. Wenn wir die 12 oder 14, je nachdem, wenn wir länger zusammenarbeiten, dann machen wir beim nächsten Step. Probieren wir das mal, ob wir bei dir mal bei 1-2 Übungen eine RER einbauen. Und dann schauen wir mal, ob du in der Gesamtansicht dann trotzdem noch progressiver mit mehr Wiederholung trainieren kannst. Ab wann willst du das machen? Ich würde das erstmal komplett. Jetzt 12 Wochen erstmal so durchziehen, oder? 3,5 Jahre normal 2 Top und Backup gemacht. Ne? 12 Wochen ziehen wir so durch. Und mit Diät muss man eh mal schauen, ob man dann nicht lieber metabolisch arbeiten. Ja. Rein theoretisch macht es noch mehr Sinn in der Diät, ne? Metabolisch? Oder, nee, oder Hit? Hit. Weil da geht es ja um Kapazitäten haushalten und möglichst stark bleiben, ohne dass man Muskulatur verliert, ne? Ich habe halt immer das Gefühl, dass ich durch dieses extrem viel harte Training, dass ich dadurch halt... Sag's. Was? Sag. In Form kommen. Genau. Geil. Das ist nämlich genau der Spruch. In Form kommt man nicht im Training, im Training baut man Muskeln auf. Ja. In Form kommst du mit Essen und mit Cardio. Wenn man das Training dafür braucht, um Kalorien zu verbrennen, ist schon falsch. Genau das ist eigentlich der Leitsatz, den man sich vermerken muss, ne? Im Training geht es nur darum, mit möglichst wenig Einsatz möglichst viel Muskulatur zu halten und aufzubauen, damit du eben die Kapazität nicht verschwendest. Spare ich mir nicht das scheiß Cardio einfach? Nee. Weil Training macht mehr Spaß als Cardio. Ja, ich weiß, aber du machst halt, es soll ja kein, also... Klar soll es Spaß machen, aber du willst, Spaß, ja nicht, du willst ja keine Kalorien verbrennen im Training. Du bist ja auch nicht in der Hypolyse. Ja, schon. Nee. Training willst du Muskulatur halten. Genug Lantus. Ich verstehe dich, was du sagst, aber... Genug Lantus, genug HGH. Ja, wir werden auch schwer Muskulatur verlieren. Ich sag mal, selbst ein Chris, so wie er trainiert, hat wahrscheinlich keine Muskulatur verloren in seiner Diät, ne? Nur eine drauf? Nee, schon. Nee, so. Okay. 2, 3.
Komm. Auf der Wade, komm. Ja. 7, komm. Versuch noch einen. 3. Ja. Zähle ich noch weiter. Runter. Ja. Feuer. Nee, okay. Das ist Ende. Boah. 8. Ohne Scheiße, ich habe mit selten jemanden Hit gemacht, der so krass ins Versagen trainieren kann. Also das muss man Kevin lassen. Also nicht die Beine ganz gestreckt. Genau, so ein bisschen angewinkelt. Nicht ins Hohlkreuz, ein bisschen die Bauchmuskeln crunchen. So? Ja, genau. Und oben Kontraktion halten, genau. Zum Beuger? Beuger und Arsch. Ja, ich merk's im Beuger voll. Ja, Beuger ist brutal. 1, boah. Oben 2 Sekunden Spitzenkontraktion. Alter, ja. Die haut alles weg. Hoch. 1, 2, runter. Ja, ja. 1, 2 und runter. Ich schwöre dir, ich mach das den ersten Tag. Wir sitzen abends beim Fernsehen gucken. Ich wollte mein Bein so ranziehen. Krampf. Ja. Alter. Boah, die geht gut rein. Die geht richtig gut rein. Also ohne Scheiß kann ich jedem empfehlen, die muss er mal ausprobieren. Ich wüsste keine Übung, die bei mir so reinknallt in den Beinbeuger wie das Ding. Okay. Ja. Jetzt guck auch noch mal, dass ich das richtig mache. Ja, wollte ich jetzt eh, wenn du mich hier schon herausforderst. Dass es auch alles offiziell ist. Schön ran. Hier mit dem Arm ranziehen gleich. Ja, ja, gleich. Dass du unten Spannung hast. Kein Hohlkreuz. Kopf auf die Brust. Ja. Ja. 1, 2. Ja, schön 2 oben halten. Runter, runter, runter. Bauch crunchen. 1, 2, 5. Aua! Den schafft er. Denk an eine RER. Hoch! 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 6. Wie jetzt? Und räumst du die Surf oder nicht? Ja, einer eigentlich. Okay. Power. Nicht weinen, komm. Zieh durch. Hoch! Okay. Boah, fuck. Oh, fuck. Oh, Gott. Oh, Scheiße. Schön ein paar Teilwiederholungen, komm. Arbeiten. Ja. Ja. Jo. Total. Gekauft. Beinpresse Matrix. Bring, bring. Schön. Der linke, der ist spannend, ey. Das ist wieder diese scheiß Zerrung. Ich hoffe, die. Aber bei mir auch der linke. Der mir ein bisschen mehr Probleme macht. Ja, geil. Oh. Perfekt, aber so. Und wir nehmen ja auch ein bisschen Last unten raus. Durch das Band sind wir oben erst schwer. Ja. Das merke ich gerade gut. Ja. Gerade wenn man so ein bisschen Probleme hat, ist das sogar auch immer eine gute Lösung.
Läuft. Ich glaube, damit können wir uns jetzt richtig schön aus dem Leben schießen. Nach 1,5 Stunden sind wir mal so weit, ne? Ja. Nach 1,5 Stunden schießen wir uns jetzt aus dem Leben. Ja. Easy, komm. Und Power. Komm, 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 der geht noch, der geht noch, der geht noch. Jawohl, jawohl. Jawohl. Komm. Boah, das war der schlimmste Satz, den ich seit langem gemacht habe. Der 10. hat sich angefühlt, als wenn mich alles verlassen hat in meinem Körper. Es waren 9. Ja? Ja. Okay. Komm, versuch noch einen. Ja! Pause ist für später. Luft braucht man. Komm, runter. Aua! Komm, 2 Stück. Oh. 2. Schub runter, keine Pause in den letzten. Kontrolliert. Ja! Schub! Ja! Aua! Ah. Oh, Kevin hat mich verarscht. Erstmal durchdrehen. Komm. Drück. Das schwule Band hier, Junge. Boah, die Beinpresse hat mir aus dem Leben geschossen. Das ist richtig schön durch. Ich war besser wie letztes Mal. Aber mein rechtes fühlt sich auch ganz anders an als mein linkes. Ja. Ist so richtig tiefenerschöpft und es ist so. Ja, das hat mich echt geärgert tatsächlich. Ja. Ich hätte das gerne, dass beide heute so gut waren. Aber der Unterschied so krass ist, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, weil du immer nur alles jahrelang. Ja. Nicht jahrelang, das war jetzt. Das müssen jetzt 3-4 Monate gewesen sein. Oder hast du viel Ja, nee, das stimmt. Das habe ich die letzten. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, ja. Ja. Und ich frage, ich habe mich, als ich das erste Mal dann dieses Training durchgezogen habe von dir, habe ich mir gedacht, warum eigentlich? 2 Punkte. Also der wichtigste Punkt ist dein zentrales Nervensystem. Nein, ich meine, warum ich es nicht gemacht habe. Ach so, ja, genau. Warum macht man es nicht? Das weiß ich schon, aber. Boah, das ist schwer. Ich glaube, wir haben ja schon im Podcast gesagt, 2 Kurzhantel in der Hand, curlen so lange wie es geht. Eine wegschmeißen und du schaffst auf einmal wieder ein paar Wiederholungen. Ja. Es liegt nicht daran, dass deine Muskulatur nicht mehr kann, sondern weil dein zentrales Nervensystem einfach nicht mehr schafft. Ja, guck mal, der kann auch gleich eine tiefe Beuge. Ja, ah, ich will auch. Ah, es ist ausgelaufen. Oh nein! Boah, das merkt man echt. Oh. Komm! Soll ich noch den Nacken kaputt hauen? Ja. Ja. Das hat dich nicht getroffen. Nochmal. Von nur geschlagen. Komm. Das ist schon im Arsch. Zieh du! Komm. Bis jetzt mehr geht, Junge. Komm. Digga! Jawohl, komm. Komm, 2 noch, komm. Komm. Komm, komm, komm. Jawohl. Ganz leicht nur geholfen. Nochmal. Und komm. Komm, 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 komm! Scheiße. 6 und dann nochmal 2. 6 und 2 hingekrüppelt. 1, 2, 3.
Komm, streck das Scheißding. Strecken. Eins, zwei, drei, sechs. Jetzt hast du mich. Komm, hoch das Ding. Strecken, 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 strecken. Eins, zwei, drei. Ja. Okay. Einfach wegballern, die Dinger. Komm. Zwei. Oh. Komm, ja, ja. Ja. Komm. Da. Drei. Ende. Ja, ja. Da. Ja, ja. Nee, 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 nee. Geht gar nichts mehr, Alter. Krass, oder? Beide gleich. Auf einmal voll weg. Als wenn das Ding einfach getötet ist. Aber ich meine, jetzt ist das Ding, es ist tot, oder? Weißt du, beim Volumentraining finde ich immer, komm, mach noch mal, mach noch mal, mach noch mal. Der Unterschied ist, jetzt ist mein Muskel tot und sonst ist mein ganzer Körper tot. Ja, es ist einfach Feierabend, so, es ist tot. Ja. Du willst eigentlich so, du denkst, Junge, streck dieses Bein, aber es geht einfach nicht. Ja. Ah. Komm. Eins, zwei, drei, sechs. Komm. Eins. Ah. Oh. Power. Boah. Komm, lehn dich zurück, lehn dich zurück. Komm. Komm. Ball. Oh, komm. Es ist einfach alles tot. Oh. Ah. War gut, dass ich vorhin noch mal gefressen habe, ey. Boah, ey. Feierabend. Boah. Boah. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. War eine sehr geile, intensive Runde. Ja. Ich würde sagen, das können wir nochmal wiederholen, Alter. Training. Sehr gern. Also ich merke selber, wenn man einen richtigen Trainingspartner hat, dann geht nochmal einiges mehr. Egal wie fortgeschritten man ist. Ich glaube, das war bei dir genauso, oder? Ja. Alles progressiv trainiert. Ich bin mega happy. War richtig gut. Wir gehen jetzt fressen. Ihr kauft jetzt bei HPN mit Kevin ein oder bei Big Son mit Dom 10. Bei Planet könnt ihr euch ein bisschen Beef kaufen, wenn er keins aufbaut. Nein, bei Planet kriegt er nochmal 10%. Ihr kriegt immer die maximalen Prozente mit Dom 10. Also auch wenn irgendeine Aktion ist, wenn es 15 oder 20% gibt, immer Dom 10 hinschreiben, gibt es die maximalen Prozente. Ja, fleißig kommentieren. Kevin auf jeden Fall auf Instagram folgen. Yes. Auch ordentlich supporten. Deutscher IFBB Pro. Deutscher Meister beim NAC, Mr. Universum. Keine Ahnung, was der alles schon gewonnen hat, der Junge. Einer der erfolgreichsten nationalen Bodybuilder. Ich muss weiter weggehen, hat er gesagt. Wir hauen jetzt ab, wir sind durch. Wir gehen essen, trainieren. Ihr kommentiert und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao.